ihr Lieben, hier ist wieder eure Denise von Coco und in meinem heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr aus dem viel zu großen T-Shirt ein für euch passendes macht. Das hat man ja öfter oder hin und wieder, dass man so einen Fehlkauf macht, man will das T-Shirt unbedingt haben, aber es ist leider viel zu groß. So geschehen mit diesem Konzert-T-Shirt. Ich wollte es unbedingt haben, aber es war mir einfach irgendwie viel zu groß, beziehungsweise so wie es war, mochte ich es nicht. Also habe ich es angepasst und ihr werdet sehen, das ist ganz einfach. Dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. So, jetzt dreht ihr euch das T-Shirt auf links. Schön glatt streichen alles. Wenn ihr Nähte an den Seiten habt, dann schaut, dass es wirklich genau an der Naht ist. Hier in dem Fall gibt es keine Nähte. Jetzt gucke ich, dass es richtig glatt liegt. Und ich habe mir jetzt dazu ein T-Shirt genommen, was mir ganz gut passt, was mir gut gefällt. Ihr könnt es natürlich auch am Körper abstecken, aber wenn ihr niemanden habt, der euch absteckt, dann ist eigentlich ganz praktisch, ihr nehmt euch ein T-Shirt dazu. Das legt ihr jetzt hier oben an die Schulternaht an. Guckt, dass es mittig ist. So, und da mir das weiße T-Shirt ein bisschen zu eng ist für ein Konzert-T-Shirt, werde ich es einfach ein bisschen, so 2 cm dazugeben. So, und jetzt könnt ihr euch das einfach hier anzeichnen. Also wie gesagt, guckt, dass es richtig sitzt. So, und hier an den Seiten gebe ich jetzt überall 3 cm dazu. Darin enthalten ist dann schon 1 cm Nahtzugabe. Das Ganze müsst ihr natürlich hier auch über den Ärmel fortführen. Dann seht ihr hier, wo ihr mit der Naht ankommt, mit eurer Markierung. An dieser Stelle geht ihr auch weiter rüber und kürzt um das Maß den Ärmel. Das würde ich jetzt einfach parallel zu der unteren Kante machen. Ihr könnt das dann auch nochmal nachprüfen. Der Ärmel dann 16. Die Länge der Ärmel und auch nachher unten den Saum, das wird dann ganz zum Schluss. Wenn das alles abgenäht ist, könnt ihr dann noch die Länge von Ärmel und Saum anpassen. Aber erstmal würde ich jetzt die Breite machen. So, und jetzt könnt ihr das an dieser Stelle, die ihr markiert habt, abschneiden. Dazu könnt ihr euch vielleicht noch ein paar Nadeln hier reinstecken, dass euch der Stoff nicht verrutscht. Einfach zur Hilfe. Und dann schneiden wir ab. Und damit eure beiden Seiten auch gleich werden, ich stecke hier oben auch nochmal eine Nadel rein, damit das nicht verrutscht, klappt ihr das Ganze jetzt in der Mitte zusammen. Guckt genau, dass die Nähte vom Halsausschnitt und vom Ärmel, dass alle Kanten und Nähte genau übereinander sitzen. Und wenn ihr das dann habt,
könnt ihr das einfach abzeichnen entlang eurer geschnittenen Kante. Und da dann ebenfalls schneiden. Noch ein paar Mal, dass mir die Stoffe nicht verrutschen. Dann schneide ich und jetzt kann man schon erkennen, dass das Ganze ein bisschen weiblicher geworden ist. Und jetzt stecke ich die Nadel noch mal ein bisschen dichter zusammen, dass die Stoffe wirklich alle richtig übereinander sind. Und auf der anderen Seite auch. Und jetzt könnt ihr eure Naht auch schon nähen. Wir fangen am Ärmel an, also unter der Achse, und nähen jeweils zum Ende des T-Shirts, also einmal zum Saum nach unten und einmal zum Ärmel. Das macht ihr deshalb, damit, falls sich die Stoffe doch noch verziehen, ihr das unten dann einfach besser ausgleichen könnt. Wenn ihr am Saum zum Beispiel beginnen würdet und das Ganze würde sich bis hier oben verschieben, dann passt das T-Shirt überhaupt nicht mehr zusammen. Also beginne ich jetzt hier unter der Achselnaht, damit die schön aufeinander liegt, und nähe jeweils zum Ende. Ich habe jetzt hier eine Nahtzugabe von 1 cm, das war ja auch das, was ich markiert hatte. Und ich nähe, weil ich keine Overlockmaschine habe, nähe ich mit einem Zickzackstich mit einer Stichlänge von 2 und einem etwas kleineren Zickzack. Beim Nähen müsst ihr immer wieder aufpassen, weil sich der Stoff jetzt sehr wellt, weil es ja eben meistens ein Jersey-Stoff ist, dass ihr das immer wieder glatt hinlegt, dass alles richtig zusammengenäht ist. Das gleiche am Ärmel. Jetzt macht ihr genau das gleiche auf der anderen Seite und dann würde ich an eurer Stelle das T-Shirt nochmal anziehen und gucken, ob alles so passt und gut sitzt, und erst dann würde ich die Naht versäubern, weil
falls dann eben doch noch was nicht so gut ist, dann kann man es leichter aufmachen. Also, jetzt nähen wir die andere Seite. Passt das T-Shirt, deswegen werde ich es jetzt versäubern. Und da fange ich jetzt an und mache das in einem Rutsch durch. Vom Ärmel anfangen bis runter zum Saum. Dafür stelle ich mir jetzt einen etwas größeren Zickzackstich ein bei gleicher Stichlänge von 2. Passt beim Versäubern immer auf, dass wenn die Nadel nach rechts rüber schlägt, sie immer am Stoff vorbeigeht, also oder ganz scharf oder am Stoff vorbei, dass wirklich die Kante richtig eingefasst wird. Und auch hier immer wieder gucken, dass die beiden Stoffteile richtig übereinander glatt liegen und sich nicht wellen. Und genau das gleiche macht ihr jetzt noch auf der anderen Seite. Auch hier beginne ich wieder oben an den Ärmelkanten. Als nächstes zieht ihr das T-Shirt am besten wieder an und guckt, wie lang ihr die Ärmel haben möchtet und steckt euch das ab und eben auch den Saum. Ärmel und Saumlänge prüfen. Bei mir sind das 13 cm. Ihr könnt das im Spiegel prüfen, indem ihr den Ärmel einfach mal umschlagt und guckt, welche Länge euch am besten gefällt. Oder ihr guckt auch mal bei euren Lieblings-T-Shirts, wie lange die Ärmel da sind. Bei mir sind es eben 13 cm, das heißt, ich messe jetzt hier oben von der Naht 13 cm und dann brauchen wir noch einen Saum dazu und da rechne ich nochmal 3 cm dazu. Also sind es 16 cm von oben und vom Rand sind das 3,5 und diese 3,5 zeichne ich mir jetzt hier an, weil ich jetzt parallel zu der Ärmelkante schneiden werde. Und das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Und hier unten am Saum mache ich das auch. Da hatte ich mir ausgerechnet, dass ich 7 cm von unten das T-Shirt kürzer haben möchte, plus eine Saumzugabe von 4,5. Ist es bei mir hier eigentlich genau der alte Saum und da schneide ich das T-Shirt jetzt ab. Markiert euch dennoch diese bei mir 7 cm oder jetzt 4,5 vom Saum, weil das macht es dann einfacher, wenn man den Saum gleich einschlägt. Kann man überprüfen, bis wohin das T-Shirt umgeschlagen wird. Falten bis zur markierten Linie und falten an der markierten Linie. Guckt euch das ein bisschen
glatt streichen und eine Nadel reinstecken. Und so macht ihr das jetzt reihum. So, wenn ihr rum seid, dann könnt ihr das T-Shirt noch einmal richtig gerade hinlegen und dann guckt ihr nochmal, wenn ihr es glatt zieht, ob euer abgesteckter Saum auch richtig hinten und vorne gleich lang ist. Und dann kann das Ganze wieder genäht werden. Auch hier nähe ich wieder mit einem Zickzackstich, Strich Länge 2 und ein etwas kleinerer Zickzackstich. Und ich beginne mit meiner Naht an einer der beiden Seitennähte. Und zwar nähe ich jetzt am oberen Rand meines Saums, dass ich das nicht mehr lösen kann. Ich nähe das jetzt ziemlich knapp am oberen Rand entlang. So, schon ist der Saum fertig und jetzt machen wir das Ganze auch mit den Ärmeln. Bei den Ärmeln hatten wir ja eine Saumzugabe von 3. Die zeichnen wir jetzt auch noch überall an. Und machen das eben wie beim Saum unten, knicken den Ärmel bis an die markierte Linie und rollen das Ganze dann noch einmal ein an der markierten Linie. Die markierte Linie ist dann sozusagen die Knicklinie. Und jetzt stecken wir das auch wieder fest. Und wie beim Saum eben auch, legt ihr das T-Shirt, wenn ihr es fertig abgesteckt habt, nochmal richtig aufeinander und guckt, ob alles in der gleichen Länge abgesteckt ist. Und dann könnt ihr es wie den Saum eben nähen. Dafür stelle ich mir wieder einen kleinen Zickzackstich und eine Zweierstrichlänge an. Ich nehme das jetzt hier raus, damit ich meinen Ärmel da besser draufstecken kann und beginne mit der Naht wieder an der Unterkante des Ärmels, nämlich da, wo die Naht ist. Und nähe das auch wieder ganz knappkantig an dem oberen Rand, den ich mir hier abgesteckt habe. Und jetzt das Ganze auch auf der anderen Seite. Ich beginne wieder unten an der Naht des Ärmels. Jetzt habe ich mir die Nase doof angestellt. So. Thank you.
So, und damit ist euer T-Shirt fertig. Jetzt könnt ihr hier unten den Saum vom T-Shirt ärmeln und unten eben den Saum noch einmal bügeln, damit das richtig glatt ist. Und dann ist es schon fertig. Aus einem etwas schlepperigen, übergroßen T-Shirt ein angenehm sitzendes, tailliertes Damenshirt geworden. Ich finde, es war gar nicht so schwierig. Wie seht ihr das? Schreibt mir doch mal einen Kommentar dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns auch demnächst mal bei meinen anderen Videos wieder. Bis dahin. Tschüss, eure Denise.